Achtung, Start! Gott, liebe Zuseher, schön, dass Sie wieder mit dabei sind bei einer weiteren Ausgabe unseres Pferdesportmagazins Horsepower. Grüß Gott, herzlich willkommen aus Ebrechtsdorf, aus dem Magna Resino. Der Renntag heute steht ganz unter dem Motto Youngster-Renntag, weil sich die Hauptrennen im Galopp und im Trab den Zweijährigen zuwenden. Machen wir vielleicht einen kurzen Blick auf die Tageskarte heute. Das Programm ist bunt, das Programm ist sehr vielfältig. Bei den Galoppern steht sicherlich die IBF Maiden Stakes im Mittelpunkt. Und mit insgesamt 6 Trabrennen unterhält der AROG die Pferdesportfreunde. Im Fokus hier steht sicherlich der jüngste Jahrgang in der Krone der Zweijährigen. Das und vieles mehr haben wir heute für Sie vorbereitet. Ich würde sagen, einfach nur zurücklehnen und genießen. Ja, die Youngsters heute an allen Ecken und Enden. Die jüngsten Vollblüter haben in den IBF Maiden Stakes ihre große Bühne. Favorit ist ja Rhein Goldring. Und da darf ich jetzt die Trainerin bei mir begrüßen. Das ist Susanna Kubovicova und Katharina Barborikova, die Jockey-Profi. Die wird für uns übersetzen ins Deutsche, vom Slowakischen ins Deutsche. Ja, Rhein Goldring war zuletzt guter Fünfter in Bratislava. Welche Chancen hat denn das Pferd heute? Rhein Goldring war naposledy v Bratislave 5. A jako vidíte, dnešné šance jeho. A tak preto sme si išli, že si myslíme, že dlhšia distancia by mu mala pasovať, tak preto sme ho sem prihlásili a preto tu budeme aj štartovať. Wir sind hier gekommen, weil wir glauben, dass die längere Distanz besser für das Pferd wird und deswegen wollen wir das überprüfen und deswegen starten wir heute hier. Das heißt, Sie glauben, dass die längere Distanz von den 1700 Metern dem Pferd entgegenkommt? Že tým pádom si myslíte teda, že tých 1700 metrov a vyššie bude pre toho koňa vyhovujúcejších? Áno, my sme tohoto koníka kupovali so zameraním na vytrvalecké dostihy a táto distancia pre mladé kone 1700 metrová si myslím, že je pre vytrvalecké kone, takže preto si myslím, že by to mohlo byť dobré. Wir haben dieses Pferd gekauft für die Stehdistanzen, das heißt die längere Distanz, so wie dreijährige Derby und so. Und deswegen glauben wir, dass diese 1700 Meter wird optimal, weil für Zweijährige ist das eh die längste, was gibt's. Und dann schauen wir. Wer sind die größten Herausforderer? Das sind die najväčší superi pre vás? Asi ten Dancing Flutter. Das sind die najväčší super. Ich glaube, dass Dancing Flutter die Stute. Das wäre das größte Gegner, meiner Meinung nach. Dankeschön, alles Gute. Danke, bitteschön. Das war genug der Vorrede, die IBF Maiden Stakes stehen an. Es geht um 6.000 Euro und bei gutem Abschneiden in Richtung Henkel Memorial, dem absoluten Höhepunkt der Zweijährigen, dann am 4. November. Kommentator ist Christopher Käferle, bitte. Und Achtung, Start. Das war der Start zu den IBF Maiden Stakes. Um 6.000 Euro am besten abgesprungen ist hier Dancing Flutter unter Walter Gambarotta. Dancing Flutter führt, wird außen flankiert von Diamanda. Dann sieht man hier an dritter Stelle augenblicklich Gimli. Es folgen Rheingoldring und am Ende des Feldes Dark Flinch. Bereichen der Gegenseite hat Diamanda unter Gerlinde Mühlbicher hier die Spitze, liegt etwa 3 Längen vor Gimli und Programm Nummer 3 Dancing Flutter. Gimli versucht sich hier außen zu verbessern, hat jetzt die zweite Position inne. Mitte gegenüber unverändert das Geschehen, Diamanda führt, außen sieht man Gimli, dann liegt an der Innenkante Dancing Flutter, außen tastet sich hier Rheingoldring heran und am Ende des Feldes liegt weiterhin sehr gut dabei Dark Flinch. An der Spitze Diamanda, dahinter das Quartett der Herausforderer, die hier gut positioniert sind, eine sehr gute Lage fanden. Diamanda führt, außen Rheingoldring, innen sieht man Gimli, an der Innenkante versucht sich Dancing Flutter und an fünfter Stelle läuft augenblicklich Dark Flinch. Der Pulke sehr gut beisammen. In Kürze geht es auf die Endgerade in den IBF Maiden Stakes 2012. Diamanda hat hier immer noch einen Vorteil, außen Rheingoldring, dann Gimli, dann versucht es Dancing Flutter, zuvor sieht man auch noch Dark Flinch. Die Endgerade ist in Kürze erreicht. Innen bekommt nun Dancing Flutter. Pardon, hier sieht man
Gimli an den Rails. Gimli kommt hier weiter außen rein, Goldring. Rein, Goldring an der Außenseite. Innen sieht man Gimli. Rein, Goldring hat einen Vorteil unter Massimiliano Tellini. Rein, Goldring ist in Ziellinie voraus, wird der Favoritenstellung gerecht. Programm Nummer 1. Rein, Goldring gewinnt die IBF Maiden Stakes vor Dark Fringe Gimli. First of all, congratulations. How was it for you today? Today, no problem. In the race, very, very, no problem. He's very good horse. No good position in to start. Resolution on to push, you go, no problem. Go in good position, stand for entry in the retour, go, no problem. Very, very good horse. Thank you. He's number one in the race. Auch die Kleinen kommen heute natürlich nicht zu kurz, und zwar beim Arok-Sprint der Minitraber. Mit dabei auch Sabrina und Marcel. Sabrina und Marcel, ja, erstens mal, wie geht's euch? Ja, gut, schon nervös. Ja, auch schon nervös, ja. Warum macht ihr eigentlich Pferderennsport? Was ist die große Faszination für euch? Die Pferde, das sind einfach in meiner Sicht die besten Tiere. Und mein Papa hat auch angefangen mit dem Sport, dazu ist dann gekommen, dass ich auch angefangen habe, und das ist der beste Sport. Ja, ich mag Pferde sehr. Ich habe sogar 3 eigene, durch meinen Vater auch, der ist auch früher gefahren. Ja, und er hat mir dann Pony geschenkt auf einmal, und dann habe ich angefangen. Wer ist denn euer Vorbild? Roland Hülskart für mich, ein deutscher Rennfahrer, der hat schon sehr viele Siege und auch Champion war er schon. Für dich, Sabrina? Die Cornelia Mayer und Gundula Bauer, das sind 2 super Fahrerinnen und das sind meine Vorbilder. Und was erwartet ihr euch heute für das Rennen? Also mein Pony ist ein bisschen dick, aber ich habe sehr viel trainiert und ich hoffe, ich habe große Chancen. Marcel, du? Ja, ich hoffe auch, 2., 3. werde ich schon sein. Sabrina, Pferd geht auch gut, so wie meins, aber... Danke Marcel, danke Sabrina. Wir drücken allen natürlich ganz, ganz fest die Daumen. Und jetzt gibt es den Arok Sprint der Minitraber. Viel Spaß. Das war also nun der endgültige Start zum Arok-Sprint der Minitraber, powered by Austrian Racehorse Owners Club. Programmgemäß die im vorderen Band startenden Teilnehmer am besten abgekommen. Man sieht hier an der Spitze Resi, dann liegt außen Duplo mit einem Fehler, ganz außen kommt hier Black Baldermus, an der Innenkante Jasmin. Black Baldermus greift hier bereits an, übernimmt jetzt das Kommando mit Jennifer Getzinger. Black Baldermus also an der Spitze, innen sieht man Resi, dann an dritter Stelle Duplo, an der Innenkante Jasmin, ganz außen liegt hier Indigo, dann sieht man noch weiter außen Little Success vor Apanachi und dazwischen liegt auch Sputnik. Aber Black Baldermus kann sich hier doch schon frühzeitig ein wenig lösen von der Konkurrenz. Black Baldermus führt hier das Feld an, dann kommen hier vor allem Little Success und Apanachi. Auch Indigo kommt sehr gut auf, aber es scheint so, als würde Black Baldermus hier mit Jennifer Getzinger einen vollen Erfolg landen können. Die letzten, ja gut 80 Meter hier noch im Arok-Sprint der Minitraber und Black Baldermus ist hier klar und deutlich voraus. Black Baldermus vor Apanachi und Little Success. Die letzten 30 Meter hier im Arok-Sprint der Minitraber. Allen voran, Programm Nummer 4, Black Baldermus gewinnt hier vor Apanachi und Little Success. Jennifer, Gratulation. Wie war denn das Rennen aus Ihrer Sicht? Ja, also der Start war
auch sehr gut eigentlich. Und er ist dann eh vorwärts gegangen, alles mal. Nicht so wie beim letzten Rennen. Sie machen das nur hobbymäßig oder wollen Sie das irgendwann einmal auch zu Ihrer großen Leidenschaft zum Beruf machen? Nein, also da war ich nur hobbymäßig. Ja, von den Kleinen jetzt zu den Großen. Die Krone der Zweijährigen zählt zu den wertvollsten und wichtigsten Zuchtrennen der Jüngsten, auch von der Dotation her. Es geht um 20.000 Euro und zu den Favoriten zählt sicherlich das Pferd Tosca Victory mit Trainer Gerhard Bindl. Herr Bindl, Gerhard Bindl und Magno Resino, habe ich gehört, das passt einfach zusammen. Siegausbeute von 100%, oder? Ja, dieses Jahr, da haben wir einfach viel Glück gehabt und vor allem hervorragende Pferde. Dann kann sowas einmal passieren, sowas selten. Was erwarten Sie sich denn von Tosca Victory? Also, er wird auf jeden Fall gut laufen. Aber es ist ein Rennen für Zweijährige, also für die Anfänger. Da kann man erstens die Gegner schwer einschätzen. Das heißt, da kann ein Pferd plötzlich sehr gut gehen, weil es halt alles Anfänger haben. Und es kann auch ein vermeintlich guter versagen. Also bei den Zweijährigen ist alles möglich. Welche Stärken hat denn das Pferd? Also er ist frühreif. Das heißt, also, er hat sich gut entwickelt für sein junges Alter und kann schnell laufen und ist eigentlich ein zuverlässiges Pferd. Wie stellt sich eigentlich ein Fahrer auf einen Gegner ein, den er gar nicht oder kaum kennt? Ja, man fährt einfach aus dem Bauch raus. Man muss als erstes muss man sich einmal auf sein eigenes Pferd einstellen. Vor allem beim jungen Pferd, da kann man nicht sagen, ich fahre jetzt ganz schnell vom Start oder ganz langsam, sondern das muss man mehr oder weniger dem Pferd überlassen, damit er halt keinen Fehler macht und dann muss man halt im Rennen sehr aufmerksam sein und sehr schnell reagieren. Dankeschön, alles Gute. Danke. Ja, den Besitzer von Tosca Victory darf ich bei mir begrüßen, Oliver Badura. Oliver, schönen guten Nachmittag, hallo. Hallo, servus. Sie sind Trabrennenthusiast, habe ich gehört. Sie züchten, Sie sind Amateurfahrer. Haben Sie das eigentlich in die Wiege gelegt bekommen? Das hat mir mein Vater in die Wiege gelegt. Von Kindesalter auf an hat er mich auf die Rennbahn mitgenommen und begonnen habe ich eigentlich mit dem Reitsport und mit 12 Jahren hat er mich in den Sulke gesetzt und von da an war das für mich ganz klar, dass ich Trabrennfahrer werden möchte. Was ist die Faszination? Ja, die Spannung, die Leidenschaft, die Kommunikation mit dem Pferd, also das macht es aus. Jetzt habe ich gehört, vor kurzem hat es einen Neuimport mit einer schwedischen Stute gegeben. Was hat es denn damit auf sich? Ja, es handelt sich um Love You So Much. Das ist eine ausgesprochen gut gezogene Stute, hat einen sehr prominenten Vollbruder und ich bin von ihr jetzt vom Züchterischen einmal sehr überzeugt und möchte halt auch nächstes Jahr mit ihr in die Zucht gehen. Danke, Oliver Badura. So, das war jetzt der Besitzer von Tosca Victory und jetzt würde ich sagen, jetzt schauen wir uns das Rennen an, die Krone der Zweijährigen, kommentiert von Christopher Kieferle. Christopher, bitte. Die Teilnehmer beim Anfahren zur Startmarke von 1640 Meter. Noch 100 Meter bis zum Start. Teilnehmer ab. Das war der Start zur Krone der Zweijährigen 2012. Die Startphase verpatzt hat Own Mini. Das Kommando sichert sich hier augenblicklich. Die Favoritin Bonnie Venus. Dahinter sieht man Tosca Victory vor Victory Mind. Und dann läuft hier an vierter Stelle augenblicklich Rico G. So das Geschehen jetzt ausgangs des ersten Bogens. Es führt weiterhin Bonnie Venus. Dann sieht man Tosca Victory an zweiter Stelle. Ganz außen versucht hier Reno Venus Boden gut zu machen. Dann sieht man dahinter Victory Mind vor Dallas Venus, Rico G und um Anschluss bemüht Zar Venus. Recht gut formiert jetzt der Pulk. Eine Runde Verschluss. Bonnie Venus führt, außen begleitet von Reno Venus. An der Innenkante Tosca Victory, dann Victory Mind, Rico G. Dann sieht man Dallas Venus und Zar Venus. Es geht in Kürze auf die finale Gegenseite. Bonnie Venus hat hier einen Vorteil von etwa einer halben Länge gegenüber
Reno Venus, an der Innenkante Tosca Victory, dann Victory Mind, dann sieht man Rico G, Dallas Venus, der nun die Attacke startet, und Zar Venus, Mitte der Gegenseite, Boni Venus an der Spitze, ganz außen agiert hier jetzt auch Victory Mind mit Dieter Marz, die nun in die Schlacht geworfen wird, innen um Freifahrt bemüht, Tosca Victory, Boni Venus an der Spitze, ganz außen Victory Mind, dann Dallas Venus, dazwischen auch Reno Venus, Tosca Victory abwartend, der Fehler von Rico G. Und auch Victory Mind fällt hier bereits ein wenig zurück. Ganz außen kommt jetzt der Dallas Venus sehr gut auf. In Kürze geht es auf die Endgerade. Boni Venus, außen Dallas Venus, die Endgerade ist erreicht. Innen Boni Venus, außen zum Kampf gestellt von Dallas Venus. Und dann kommt auch Tosca Victory auf Freifahrt. Dallas Venus übernimmt das Kommando. Außen Tosca Victory. Dallas Venus ist in Zielnähe hier voraus. Dallas Venus und Hubert Brandstätter Junior gewinnen hier die Krone der Zweijährigen. Dallas Venus vor Boni Venus und Tosca Victory. Hubert Brandstätter Junior, was war heute anders als in den beiden bisherigen Zuchtrennen? Ja, das Pferd, letzten Start kann ich mir selber nicht erklären, er war so nervös und heute ist er einfach ein bisschen ruhiger und ja, er hat immer eine Klasse gehabt, aber die ersten zwei Starten in Baden und in Ebreisdorf haben heute beim Zweigen heute mal nicht so viel funktioniert wie sonst. Es war heute ein sehr aufwendiges Rennen, aber für das Pferd kein Problem anscheinend. Für das Pferd auf jeden Fall kein Problem, aber auf der Gegengeraden ist das Pferd so heftig geworden, darum habe ich ihn in die dritte Spur rausgenommen und teilweise schon in die vierte Spur, aber er muss noch ein bisschen Rennerfahrung bekommen. Wir haben noch ein äußerst interessantes Trabrennen für Sie, und zwar die Resino Million zweite Abteilung. Pascha Kasey hat die letzten 13 Rennen hintereinander gewonnen. Trainer und Fahrer Gerhard Meyer, meine Frage an Sie, wie ist das eigentlich möglich, dass ein Pferd so viele Rennen hintereinander gewinnt? Na, wie ist es möglich? Möglich ist es einfach. Wir hatten zum ersten viel Glück, braucht man Rennglück, um Rennen gewinnen zu können. Zum zweiten ist das Pferd enorm stark und hat enorm gute Form zur Hand. Und kann man auch dann so sagen, dass man vielleicht das eine oder das andere Mal auch was im Rennen richtig gemacht hat. Und diese Faktoren, wenn zusammenstimmen, dann gibt es einige Siege hintereinander. Wo sind denn seine Grenzen? Das ist ganz schwer zu sagen. Er hat Grenzen, auf alle Fälle. Er ist nicht ein Pferd, das grenzenlos ist. Er hat auch heute das schwerste Rennen in seiner Karriere, das muss man einfach sagen. Aber die Grenzen sind bei ihm natürlich schon in einem Level oder auf einem Niveau, das ich sehen lassen kann. Und ich denke, er wird noch gute Rennen laufen, auch in gehobener Garnitur. Ganz ehrlich, was glauben Sie, geht die Serie heute weiter? Na, schaut noch einmal. Das Rennen ist das schwerste, das er je hatte. Er hat auch den Nachteil der Nummer 1, das ist hier im Rasino kein Vorteil, aber das ist auf keiner Rennbahn der ganzen Welt ein Vorteil. Und er hat schon ein paar Mal die Nummer 1 gehabt, hat trotzdem gewonnen. Also das sollte vielleicht auszugleichen sein. Aber natürlich, die Konkurrenz und die Mitbewerber haben auch enorm starke Pferde am Start und es wird ein harter Kampf werden. Jetzt mal vielen Dank. Mal schauen, ob die Serie fortgesetzt wird. Also für Brisanz ist gesorgt in diesem Rennen die Rasino Million zweite Abteilung. Viel Spaß. Noch 100 Meter bis zum Start. Teilnehmer ab. Fehlerhaft hier Omegan Kronos. Ums Kommando bemüht ist hier Veneziano, innen Pascha Kasey. Dazwischen sieht man Hardway. An der Innenkante Iris Demo, ganz außen Have No Times. Und der Fehler hier von Programm Nummer 3, Uswa und Obusi. Veneziano übernimmt jetzt das Kommando ausgangs des ersten Bogens. Außen kommt zugleich der Favorit Pascha Kasey, der sich hier
und nun vorbei bewegt und etwa Mitte gegenüber die Spitze übernimmt. Die drei genannten also unter sich an der Innenkante Pasha Kasey, außen jetzt bedrängt von Have No Times. Die Pasha Kasey hier gewähren lässt, Have No Times also nun an der Spitze. Führt das Feld augenblicklich an. Zwei Längen dahinter sieht man Programm Nummer 1 Pasha Kasey, die ersten 600 Meter. 1,14,4. Have No Times, Pasha Kasey. Dann liegt hier an der Innenkante Veneziano, außen Hotway. An fünfter Stelle läuft hier augenblicklich Iris de Meaux. Dann sieht man außen sehr gut positioniert Sokol du Bouillon. Und an der Innenkante liegt hier Timiha. Sokol du Bouillon startet bereits jetzt eine Attacke, kommt hier an der Außenseite auch Pasha Kasey, wollte hier kurz nach außen, wurde allerdings wieder hinter Have No Times zurückgenommen. Have No Times nun flankiert und attackiert von Sokol du Bouillon. Die beiden hier an der Spitze im Zweikampf dahinter Pasha Kasey, Veneziano, Iris de Mond, Hardway. In Kürze kommen die Protagonisten auf die Gegenseite, wo Have No Times immer noch einen Vorteil genießt von etwa einer halben Länge gegenüber Sokol du Bouillon. Dahinter liegt Pasha Kasey. In Kürze haben die Teilnehmer nur mehr 600 Meter zurückzulegen. Have No Times führt. Außen sieht man Programm Nummer 10. Sokol du Bouillon an der Innenseite, Pasha Kasey, dann Veneziano, Hotway, Iris de Meaux und um Anschluss bemüht jetzt die Attacke eingangs des Schlussbogens von Programm Nummer 1, Pasha Kasey. Pasha Kasey an der Außenseite zu Have No Times. Have No Times an der Innenkante. Außen Pasha Kasey mit Gerhard Meyer. Die beiden hier um den Sieg bemüht. In Kürze ist die Endgerade erreicht. Ihnen kommt der Veneziano weiter. Have No Times hat an der Innenkante noch einen leichten Vorteil gegenüber Pasha Kasey. Pasha Kasey außen innen, Have No Times. Have No Times an der Innenkante. Außen attackiert Pasha Kasey. Aber Have No Times versucht sich hier ein wenig zu lösen. Dann kommt nochmals Sokol du Bouillon und innen Veneziano. Have No Times oder doch noch Sokol du Bouillon. Have No Times gewinnt hier vor Sokol du Bouillon, Veneziano und Pasha Kasey. Herr Grenmeier, was macht denn diese Stute so stark? Also sie hat unheimlich starke Muskulatur und hat immer super Pulswerte. Das spricht für eine sehr gute Lunge und Herz und das macht es einfach aus. Was glauben Sie, was war heute ausschlaggebend für diesen Erfolg? Ja, sie hat ein bisschen passiert, sie ist sehr frisch, kommt aus der Ruhe und wird vorbereitet für ein großes Rennen in Deutschland. Und sie ist einfach von der Klasse her sehr, sehr gut und hat noch sehr wenig Startsumme. Dankeschön. Danke. Das war einmal mehr Trabrennsport und Galopprennsport vom Feinsten. Das war es von mir aus Ebrechtsdorf, aus dem Magna Resino. Ich bedanke mich bei Ihnen einmal mehr für Ihr Interesse. Den nächsten Renntag darf ich auch noch erwähnen. Hinweis am 26. Oktober, am Nationalfeiertag, am Freitag. Auf Wiedersehen. Danke fürs Zusehen.